Hallo und herzlich willkommen zu City Skylines. Wir sind beim letzten Mal da stehen geblieben, hier diese beiden Häuser mit Wasser zu versorgen. Nein, sind wir nicht. Wir haben Dreieckshausen ausgebaut. Oder es hat sich selbst ausgebaut. Und wir haben hier ein neues Wohngebiet gegründet. Wobei wir da noch keinen Namen haben. Ich sehe, wir haben ein kleines Leichenproblem. Das haben wir aber schon angefangen in den Griff zu kriegen. Hier. Achso, nee, das ist das. Das ist das. Dann machen wir das mal so. Dann haben wir das hier auch geklärt. Wir haben genug Geld. Ein Atomkraftwerk haben wir gerade am Laufen. Das heißt, wir können uns jetzt mal ein bisschen um den Ausbau kümmern. Wir haben hier einen Hafen. Das heißt. Oh, da fehlt auch noch Wasser. Ein Hafen und hier haben wir einen Bahnhof. Ich würde jetzt gerne da drüben einen richtigen Bahnhof hinbauen. Also so ein Bahnhof. Für normale Passagiere. Jetzt bin ich gerade im Überlegen, wie wir das am schlausten machen. Der Bahn geht hier lang. Wahrscheinlich tatsächlich hier außerhalb, um dann eben dahin zu kommen. Da muss ich nicht so ewig weit daran bauen. Das heißt, ich würde jetzt hier einen Bahnhof bauen. Wobei ein Bahnhof ja eigentlich immer mitten in der Stadt sein sollte. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Oder wir machen das so, dass wir einfach hier dieses Gebiet noch dazu kaufen. Und dann werden wir jetzt hier den Bahnhof hinsetzen. Der wird dann, also der soll jetzt, sag ich mal, wo ist er? Hier so hin. Warte mal, da geht's auch noch weiter. Das heißt, wir können ihn tatsächlich irgendwo hier hinsetzen und können dann. Ich mache das jetzt erstmal hier. Können jetzt hier die Gleise so abbauen und so. Nee, halt. Das stimmt nicht. Da stimmt was nicht. Ich wollte eigentlich hier. So. Jetzt können hier zumindest Züge hinkommen. Wir brauchen allerdings jetzt noch Strom. Neben dem Bahnhof, da passen eigentlich ganz gut Bürogebäude. Die Straße geht hier nochmal weiter. Weil ich noch nicht weiß, was ich damit mache. Wasser fehlt da jetzt natürlich auch noch. Machen wir es einfach so. So, und Strom fehlt auch noch. Mir wäre es ja lieber, dass hier jetzt irgendwie. Naja, gut. Reißen wir später wieder ab. So. Wie ist es mit dem hier los? So. Gut, dann haben wir hier jetzt einen Bahnhof gebaut, der vielleicht dann auch benutzt werden kann. Das Problem ist natürlich jetzt. Es ist vielleicht doch nicht so gut. Weil die kommen jetzt natürlich hier nicht hin. Das heißt, ich muss. Moment. Ich muss auf jeden Fall hier noch ein Dreieck draus machen, damit die auf dem Gleis wieder wegkommen. Und die können doch, die können hier abfahren. Und wieder rauf. Ja. Na gut, das hätte jetzt hier wahrscheinlich auch. Oder nee. Na, ich glaube nicht, dass so schnell jemand zu unserem Bahnhof hin möchte. Aber wir warten das Ganze mal ab. Oh, hier ist ein bisschen viel Gewerbegebiet. Ich werde das nochmal ein bisschen in Wohngebiet umwandeln. Hier.
Das Problem, was wir natürlich jetzt haben, ist, dass wir schlecht in die Stadt kommen. Das ist nicht gut, würde ich sagen. Weil hier kann man zwar abfahren und hier kann man wieder rauffahren. Was man aber nicht machen kann, ist von hier darüber. Das heißt, oder Moment, ich komme hier an, fahre hier rauf. Nee. Ich müsste noch eine Möglichkeit geben. Wie müsste ich das machen? So, wenn man von hier kommt, dann müsste man eigentlich hier rauffahren können. Nee, man müsste darüber kommen. Fertig. Gott, wie geht das? Das heißt, wir müssen eigentlich... Jetzt muss ich basteln. Autobahnabfahrt. Das heißt, hier müssten wir... Gefälle zu steil. Nee, so. So vielleicht. Nee, das ist auch blöd. Wir machen das mal weiter hinten. Das heißt hier vielleicht so. Nee, das geht auch nicht. Verdammt. So vielleicht. Gefälle zu steil. Nee, das ist auch nicht schön. Weltgrößtes Solarkraftwerk hat Betrieb aufgenommen, aber nicht hier bei mir. Ich habe kein Solarkraftwerk gebaut. Das möchte ich mal bemerken. Wir machen das einfach so. Hahaha. Vielleicht kann ich ja einfach... Kann man die hier vielleicht irgendwie... Nee. Das Gefälle ist zu steil. Ja, das kann ich verstehen. Wieso geht denn das nicht? So. Hey, mach hier eine Kurve rein. Kurve. Kurve. So. Und jetzt müssten wir hier. Hä? So geht denn das jetzt nicht? So rum. Und dann müssen wir hier ein bisschen runter. Und wieso geht das nicht? Ach Mann. Moment, letztes Stück wieder abreißen. So, noch einen runter. Nee, das geht nicht. Das geht tatsächlich nicht. Ach so, das geht nicht, weil da diese doofe... Aha. So. Nee, so geht's nicht. Warum geht das denn nicht? Mist. Was eine komische Abfahrt habe ich denn da gebaut? Um Himmels Willen. Ah, so geht's. Das heißt, hier kommt man jetzt zumindest von der Seite hier runter. Man kommt nur nicht. Oder Moment, ich kann hier rauffahren. Kann darauf. Nein. Jetzt müsste ich von hier noch wieder. Gott, was habe ich hier für einen Knick gebaut? Das überlege ich mir noch. Ist hier schon mal ein Zug angehalten? Passagiere letzte Woche, null. Das ist gut. Nicht. Na gut, wir werden mal sehen, wie sich das hier entwickelt. Zur Not reißen wir es wieder ab. Wir haben ja ein bisschen Geld. Wie sieht das eigentlich mit unseren Bürgern aus? Wir müssen unbedingt noch mehr Bürger kriegen. Und hier ist schon wieder Wasserproblem. Warum ist hier ein Wasserproblem? Ganz klar ist da ein Wasserproblem. Wir machen aber erstmal hier die Straße weiter. Nein. Hier die Straße. Das ist alles schief und krumm, was ich hier gebaut habe. Echt. Was ist das denn jetzt? Mist. Ist alles schief und krumm hier gebaut. Das ist schief und krummhausen. Ich sehe es. So werde ich es nennen. Krumm und Schiefhausen wird das sein hier. Hier.
Wohnt da gefälligst. Wohnt da und seid glücklich. So. Wasser kriegen die hier auch noch. Was ist denn da jetzt wieder passiert? Mann. Jetzt hat er keinen Strom mehr. Warum? Ich habe das sogar hier abgerissen. Ah, Mann. So. Ach so, weil ich da Dings gesetzt habe. Na gut. Okay. Dann haben wir das jetzt auch geklärt. Hier müssen wir noch irgendwo Gewerbegebiet hinkriegen. Was habe ich jetzt hier eigentlich für eine Schneise? Ah, ist das grausam. Ich habe aber auch einen Kacke. Oh, ist hier ein Verkehr. Was ist da denn los? Ach so. Da hat es gebrannt oder was? Oh, was ist denn hier los? Das ist jetzt gar nicht mehr so gut. Jetzt fahren die alle. Ach so, die fahren jetzt alle da runter. Nicht gut, nicht gut. Jetzt müssen wir schon wieder was mit der Straße tun. Ah, hier ist aber echt... Das ist gar nicht gut, weil hier geht gar nichts mehr. Also hier sehe ich... für diese Kreuzung hier sehe ich schwarz. Was machen wir denn damit? Ich bin für gute Vorschläge offen. Bei mir fällt jetzt echt nichts ein. Das ist... Jetzt fahren die alle hier lang, anstatt über die Autobahn zu fahren. Oder müsste ich vielleicht doch noch eine Abfahrt mehr bauen? Weil die können natürlich jetzt nur hier und da rüber. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich lasse das noch mal ein bisschen geschehen und über mich ergehen. So. Wir haben den Bahnhof gebaut. Das war das nächste, was wir machen wollten. Hafen, glaube ich, für Touristen brauchen wir noch nicht. Lass uns erstmal den Bahnhof abwarten, wie der sich so entwickelt. Feuer ist okay. Polizei habe ich immer noch kein Problem mit. Wobei, ich würde ganz gern die, dieses, Dingens bekommen. Und deshalb baue ich jetzt hier mal einen Polizeihauptquartier hin. Und wieso geht die Kriminalitätsrate dann hoch? Das soll ich jetzt verstehen, oder was? Ich habe gerade eben, wir hatten 13%. Dann habe ich ein Dings gebaut und jetzt habe ich 14%. Ich hinterfrag das jetzt nicht. Bildung, oh Gott, wir haben schon wieder Grundschulenproblem. Hier müssen unbedingt Grundschulen hin. Hier muss eine Grundschule hin. Und hier ist auch ein Grundschulenproblem. Da. So. Habe ich jetzt... Oh Gott. Das geht ja gar nicht mehr runter. Ach doch, jetzt. Juhu. Uni, haben wir noch genug? Oberschule, oh Gott. Wir haben ja kaum noch Oberschulen. Hier in Dreieckshausen muss unbedingt eine Oberschule hin. Die Oberschule Dreieckshausen. So. Jetzt kann das hier aber mal besser werden. Reicht immer noch nicht. Uiuiuiuiui. Das reicht noch nicht. Was war das für ein Geräusch? Dann machen wir hier auch noch eine Schule hin. So. Jetzt sollte es dann aber reichen, oder? Wenigstens im gelben Bereich. Ah ja. Naja. So. Sagte ich schon. Mir gefällt das hier noch nicht so ganz, dass das hier nicht anläuft und hier auch nicht. Also. Ich möchte jetzt ungern. Das Gewerbegebiet hier ist eh schon so voll. Da geht gar nichts mehr straßentechnisch, würde ich sagen. Das heißt, wir machen das nochmal so, dass wir. Hier dann so eine Straße bauen und dann fahren wir hier mit dem Gewerbegebiet nochmal runter, aber ein Gebäude steht in Flammen. Wir machen das so, dass das hier nicht rankommt, denn
da haben wir dann das Problem, nämlich, dass die dann hier auch noch langfahren, dann staut sich das hier so dermaßen. Also jetzt müssen die nach hier oben fahren. Ich könnte das natürlich ein bisschen erleichtern, wenn. Nee, das geht gar nicht. Ich könnte hier vielleicht nochmal Kreuzung reinmachen. Na, wahrscheinlich wird da nie einer abbiegen. Ah doch, einer biegt ab. Ein Gebäude steht in Flammen. Entschuldigung, was steht da in Flammen? Ist das die Schule? Oh, Kacke. Oh, und die Feuerwehr kommt nicht an. Doch, ich dachte gerade schon. Ja, dann fahrt ihr da mal weiter. Hier kann sich das Gewerbe schön ausbauen. Wir brauchen immer noch eine Menge Einwohner. Hier muss auch mehr kommen. Oh, hier fahren Passagiere lang. Also, hier sind Passagiere lang gefahren. Und Dreieckshausen wird auch voller. Na, das ist doch mal schön. Dann würde ich sagen, werden wir in der nächsten Folge. Ich würde immer gern mehr machen, aber das ist so anstrengend, das hier alles am Laufen zu halten. Ich komme gar nicht dazu, hier mich auszudehnen irgendwo nach hier. In der nächsten Folge bauen wir noch ein Atomkraftwerk. Nein. Kümmern wir uns um den Müll. Ja, der Müll, das muss sein. Und nochmal um die Bildung. Bildung und Müll wird unsere nächste Aufgabe sein. In diesem Sinne entlasse ich euch hiermit aus Günterhausen, Quatsch, aus Neu-Günterstadt. Und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.